So, ja, ihr wollt mir ein bisschen über die Schulter schauen, während ich gerade zeichne, kein Problem. Während ich zeichne, kann ich da durchaus auch ein bisschen was erzählen. Ja, es geht um folgendes Experiment, zu dem ich eine Zeichnung machen möchte. Und zwar macht man das zum Beispiel in der Unterstufe in Rheinland-Pfalz in Navi, also als ein mögliches Experiment zum Teilchenmodell. Und zwar stellt man eine Flasche mit ein bisschen Wasser mit einem Ballon an der Öffnung, also statt dem Verschluss, in einen Topf mit heißem Wasser. Hier haben wir einen Topf und da ist eine Heizplatte. Und der Ballon dehnt sich dann aus. Und die Frage ist, was steckt dahinter? Und ich möchte dieses Experiment, das heißt, der Ballon vor dem Erwärmen über der Flasche und danach ein bisschen verdeutlichen. Und dazu habe ich mir bei Open Clip Art ein paar Bilder rausgesucht, die zueinander passen. Das Problem ist, jetzt zum Beispiel bei den Töpfen, da habe ich gesucht, da gab es recht hübsch aussehende Töpfe, die aber alle von schräg oben gemalt sind, während ich aber hier eine Heizplatte habe, die flach ist. Und ich mache auch am liebsten Zeichnungen, bei denen ich also einfach nur eine flache Ansicht von der Seite habe, weil das ist am einfachsten. So, und mit diesen vier Bildern versuche ich das Ganze dann zu machen. Und ich zeige jetzt eben, wie man das quasi anfängt. So, ich habe mir ein neues Dokument hier geholt. Die Größe spielt zunächst mal keine Rolle. Das ist jetzt halt die DIN A4-Vorgabe. Ich fange damit an, dass ich es abspeichere. Downloads. Flasche mit Ballon. Nur mal so zum Abspeichern. Inkscape tut nämlich manchmal abstürzen und da ist es nämlich sehr sinnvoll, dass man das also mal startet. So, fangen wir vielleicht mal mit der Flasche an. Bei allen diesen Bildern oder bei den meisten Bildern hier ist jetzt so, dass die ein bisschen unterschiedlich detailliert sind. Also zum Beispiel die Heizplatte, die von mir stammt, die habe ich recht einfach konzipiert. Also die ist ja sehr einfach, ohne große Schattierung, außer hier ein bisschen um die Rundung anzudeuten und hier unten bei den Füßen, während die anderen Sachen teilweise sehr detailliert sind, also hier mit der Spiegelung am Glas. Und da muss ich gucken, dass ich das nicht, also dass ich das auf ein gleiches Niveau bringe, damit es also ähnlich aussieht. Jetzt tue ich zunächst mal die Flasche hier einfügen. Und die ist jetzt hier nicht gruppiert, das werde ich gleich machen, damit die mir also nicht dann mit den anderen Sachen in Konflikt kommt. Ich werde auf jeden Fall mal den Schatten entfernen und den Deckel da oben brauche ich ja auch nicht. So, ja, ich könnte ihn natürlich auch drauf lassen, aber ich mache ihn einfach mal ab, weil ich ihn nicht brauche. So, und jetzt habe ich hier die Flasche. Was mich stört, ist hier das da oben, weil eigentlich, wenn, dann ist in diesen Flaschen entweder nur ganz wenig Wasser unten oder überhaupt keins. Also muss ich hier diese Aufhellung entfernen, um halt eine gleichmäßige Färbung zu haben. Das ist jetzt dunkler als hier in diesem oberen Bereich, aber alles andere ist jetzt ja relativ umständlich und ich will eben nur nicht haben, dass das Ganze so aussieht, als ob es gefüllt ist. Soll eine leere Flasche sein. So, und dann hole ich mir mal zu der Flasche, beziehungsweise die gruppiere ich mir jetzt mal, dass sie also nicht zerfällt. Den Luftballon. Auch der ist etwas aufwendiger gestaltet. Den werde ich also ein bisschen vereinfachen, zum Beispiel hier oben dieses Muster. Auch der Bändel hier unten, der kommt natürlich, das kommt auch weg. Ich kopiere es mal hier drüben hin. Und das ist eine Gruppierung, die ich dann mal öffne. Und jetzt entferne ich so ein paar Sachen, die ich nicht brauche.
kann ruhig auch ein bisschen reingehen. Je größer man das hat, desto besser sieht man das. So, das ist jetzt hier der Verschluss. Da muss ich gucken, dass ich das irgendwie besser reinbekomme, weil ich muss ja einen offenen Ballon und keinen abgeschlossenen haben. So, dann haben wir hier noch was. Da scheint es so, als ob der Ballon eine Schattierung hat. Ich verschiebe das gerade mal. Ah, okay. Das ist dieses hier. Ich setze es mal ganz nach unten, damit es mir nicht im Weg ist. Und habe dann hier diese Aufhellungen. Beziehungsweise diese Abdunklung. Das setze ich auch noch mal nach hinten. Das ist jetzt alles ein bisschen aufwendig, ne? Das brauche ich alles nicht. Ja, alles. Ich wundere mich irgendwie, ich kann hier das nicht fassen. Diese komische Struktur. Da muss irgendwas noch gruppiert sein, würde ich sagen. Ja, wobei, bevor ich da jetzt zu viel Zeit investiere, würde ich fast sagen, dass ich es so lasse. Es ist schon ein bisschen vereinfacht. Das da mal vielleicht auch noch weg. So. Ah, da ist das. Okay, so sieht es doch ein bisschen einfacher aus. Okay. Jetzt haben wir hier unten noch ein paar Anteile. Also ich tue jetzt lauter Bestandteile, die hier verwendet wurden, wegnehmen, weil mir das zu aufwendig ist. Da hat sich jemand viel Mühe gegeben, aber ich brauche das nicht, beziehungsweise es stört mich eher beim Anfassen meiner Zeichnung. So, das Problem ist, dass die Farbe jetzt hier ein bisschen hell ist. Da möchte ich das dann noch gerne ein bisschen dunkler machen. Dazu gehe ich in die Objekteigenschaften. Nee, das war falsch. Füllung und Kontur. Und das ist ein Farbverlauf. Und der hellere Bereich ist das hier. Und den möchte ich gerne ein bisschen roter und dunkler machen. So, und das denke ich passt einigermaßen. Jetzt muss ich das hier breiter machen, damit das über meine Flasche drüber passt. Ich ändere erstmal nur so grob die Form, ohne dass ich es jetzt genau anpasse, dass ich aber einfach mal die Öffnung etwas breiter eben habe. Im Grunde genommen finde ich das ganz gut, dass bei diesem Ballon die zwei Sachen getrennt sind. Also hier die Öffnung des Ballons und der Rest da. Die kann ich nämlich dann voneinander trennen. Und wenn das die richtige Größe hat, dann kann ich dann den Ballonkörper sozusagen entsprechend anpassen, so wie ich es brauche. So, jetzt passe ich das an meine Flaschenöffnung an. Dies wird ja bleiben. Ob der Ballon jetzt aufgeblasen ist oder nicht. Und jetzt ziehe ich hier noch ein bisschen den Gummi
rundherum ein bisschen zurecht, so dass es so aussieht, als ob das so ein bisschen unter Spannung wäre. Und wenn das unter Spannung ist, muss das natürlich auch einigermaßen anliegen. Eventuell kann man auch Knoten entfernen hier, damit das besser anliegt. Also damit es eben gerade ist. Weil viele Knoten bedeuten auch recht viel Unruhe. So, jetzt könnte man mal gerade gucken. Mal vielleicht noch ein bisschen in die Breite hier ziehen. Und Moment, das markiere ich gerade mal, weil da sind ja noch Bestandteile drin. Und das ist jetzt ein bisschen übertrieben, die Größe, aber vom Prinzip her würde ich sagen, ist das soweit okay. Das sieht ganz okay aus, beziehungsweise vielleicht noch ein bisschen drehen. So, und dann habe ich, ja, na, hier ist der Übergang. Das sieht farblich, denke ich, ganz okay aus. So. Jetzt möchte ich das Ganze ja in unterschiedlichen Größen haben. Deshalb kopiere ich das gerade mal. Und der eine Ballon soll ja ein bisschen aufgeblasen sein und der andere eher schlaff sein. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mit dem Schlaffen hinbekomme. Könnte das vielleicht auch ein bisschen scheren, dass es so irgendwie aussieht, als ob es runterhängt. Ich finde das ganz gut so. Eventuell bringt es was, dass ich das hier nach vorne hole. Ja. Das Problem ist, das scheint hier so ein bisschen transparent zu sein. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich denke, das ist eine Genauigkeit, das ist nicht so dramatisch. So, jetzt habe ich, denke ich, einen Ballon, der so ein bisschen schlaff da hängt. Der ist mir allerdings immer noch zu groß, weil so viel Erwärmung bringt das ja nichts. Deshalb mache ich ihn einfach ein bisschen kleiner. Mit der Steuerungstaste kriege ich ihn ja auch im richtigen Verhältnis skaliert. So, und da habe ich, denke ich, zwei Ballons. Einmal mit dem schlaff da hängenden Luftballons und da so ein bisschen dicker. Und das war jetzt, ne, eigentlich gar nicht so viel Aufwand. Ich gruppiere das Ganze, damit ich jede Zeichnung für sich mal unverrückbar miteinander habe. So, jetzt holen wir uns mal den Topf. Ein Dampfkochtopf, den brauche ich eigentlich überhaupt nicht, einen Dampfkochtopf. Aber das ist der einzige, der eben so einigermaßen gepasst hat. Ich werde den jetzt radikal anpassen. Ich guck mal, was wir da haben. Gut, die Linien in der Mitte kriege ich wohl so nicht weg. Aber hier die Griffe auf der Seite entferne ich und auch was hier oben alles drauf sind, beziehungsweise eigentlich brauche ich den Deckel ja überhaupt nicht. Guck mal, was da unten drunter ist. Das ist relativ einfach. Mal vielleicht mal so. Das alles entferne ich auch. So, sieht schon ein bisschen einfacher aus. Den Griff hier. Das sind zwei Teile. Die kopiere ich. Füge es an der Originalposition an. Spiegle. Und schieb's dann mit dem Maus, mit den Pfeiltasten auf die linke Seite, damit ich da eben den zweiten Griff dran habe. So, da vergrößere ich einfach noch mal ein bisschen, um das direkt da anzusetzen, dass man wieder eine Lücke hat, noch, dass das überlagert ist. So, der Topf ist soweit fertig. Gleich ein gerader Hinweis, bei diesen Töpfen kommen Linien teilweise vor. Das war jetzt hier nicht so sehr.
Ich muss aber darauf achten, dass wenn ich was skaliere und ich möchte, dass zum Beispiel beim Skalieren zum Beispiel die Linien so klein bleiben, wie sie jetzt momentan sind, dann muss ich hier aktivieren, dass wenn das Objekt skaliert wird, dass dann auch die Breite der Kontur, also der Linien, bleibt. Das führt dann eben dazu, dass ich quasi den Eindruck, den ich jetzt hier in klein habe, dann auch in groß bekomme. Ansonsten wäre es ein bisschen falsch. Mir ist der Topf ein bisschen zu hoch. Ich guck mal, ob ich den einfach niedriger machen kann. Ja, das Doofe ist, das Oberteil ist teilweise transparent. Dann machen wir es halt so, dass wir das alles an den kleinen Topf ran machen. So. Ja, geht eigentlich alles ganz schnell, ne? Ach, das ist auch nicht. Okay, das kriegen wir aber hin. Die Kontur hier, die setze ich gerade mal nach unten. Und dazu achte ich, dass das senkrecht bleibt. Dazu drücke ich die Steuerungstaste. Dann verschiebt es sich nicht nach rechts und links. Ich könnte noch das Einrasten aktivieren, dass das vielleicht auf der Linie einrastet. Wie ich das gemacht habe, ist aber zu umständlich. Und das gleiche nochmal auf der rechten Seite mit der Shift-Taste gucken, dass ich nicht rechts-links mich verschiebe. Jetzt klicke ich hier auf meine Linie drauf, dass beide Knoten rechts und links aktiviert sind und sage denen, mach bitte eine gerade Linie. Und schon habe ich meinen Topf in einen niedrigen Topf verwandelt. So, haben wir doch schon das größte Teil. Und dann könnten wir da dann die Flasche reinstellen. Da sehen wir jetzt gerade, dass oberhalb des Topfes eine weiße Linie ist. Die kriegen wir schnell entfernt. Hier ist es ein bisschen transparent, ne? Das sieht man. Das finde ich aber gar nicht so schlimm, dass man da so ein bisschen sieht, dass da die Flasche drin steht. Dass da Wasser im Topf drin ist, halte ich jetzt gar nicht für so wichtig. Es geht ja nur um die Wärme und der Topf dient hier quasi als Vermittler. So, mal gruppieren unseren Topf und wir kopieren ihn nochmal zur Seite. Und dann habe ich mir noch die Heiz- und Rührplatte. Und da ist jetzt der Unterschied eben, dass das Ganze sehr anders designt ist. Ich habe also auf dicke Linie gesetzt, aber ich denke, das passt einigermaßen zusammen. So, ein bisschen vergrößern. Hier wichtig, dass das aktiviert ist, damit das generelle Aussehen richtig ist. Jetzt möchte ich gleichzeitig noch andeuten, dass das Ganze warm ist. Dazu werde ich einmal hier diesen Punkt nehmen, der ja für die Heizung steht. Schalte den Rührer quasi aus auf 0, indem es unten ist. Und die Heizung aktiviere ich, indem ich diesen Farbverlauf etwas ändere, sodass da ein grün ist und das andere ein dunkles Grün wird. So. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. So, und dann hier hin.
Jetzt möchte ich aber noch andeuten, dass das Ganze irgendwie warm ist. Das heißt, ich möchte so eine Art Glühen erzeugen. Und dazu setze ich hier ein erstmal Rechteck drüber. Das wird aber unscharf. Erstens mal. Die Deckkraft setze ich, ja, werde ich dann auch noch verändern. Und das Ganze in Rot färben, sodass man also einen Eindruck hat, dass da eben Wärme da ist. Das ist natürlich jetzt nicht ganz realistisch, aber ist ja egal. Und zwar in dem Sinne, dass es eben halt einfach andeuten soll, dass es warm. So. Kann man vielleicht noch ein bisschen schmäler machen. So. Ja, das sieht so ein bisschen nach warm aus, denke ich. Übrigens passt es eigentlich doch ganz gut zusammen, finde ich. Also, ich habe es schlimmer gedacht. Jetzt habe ich gerade meinen Ballon verloren. Ist übrigens auch nicht schlimm, dass ich hier neben der Seite bin. Also neben dieser, neben dem eigentlichen Bilderrand. Das werde ich noch anpassen. So, jetzt setze ich hier meine Flasche noch rein. Also ich nehme quasi die Flasche in dem Topf erstmal in kalten Zustand. Und dann als zweites Bild hier auf der Heizplatte mit Wärme. Das ist, denke ich, soweit okay. Deshalb gruppiere ich es. Und ich habe mir gerade überlegt, dass ich den Ballon vielleicht noch ein bisschen vergrößere, weil ich finde, das sieht ein bisschen unscheinbar aus. Also nochmal da rausgehen. So, und dann ist das vielleicht ein bisschen deutlicher. Meine Hitze. Wolke werde ich nochmal versuchen, ein bisschen deutlicher zu machen, damit die also auch rauskommt. Ich werde die Schärfe ein bisschen herabsetzen. Nee, das ist okay, denke ich. Aber vielleicht die Deckkraft erhöhen, dass das also ein bisschen besser deckt. Was man noch machen könnte, ist ja, dass man einen Farbverlauf nimmt, das also innen etwas deutlicher ist, also etwas gedeckter vielleicht und nach außen hin dann transparent wird. Das möchte ich allerdings nicht unbedingt machen. Das finde ich passt ja jetzt doch nicht so gut. So, und dann machen wir vielleicht die noch ein bisschen schmäler. Und dann sieht man das, denke ich, dass das warm ist. So, das wird alles markiert und gruppiert und dann bin ich eigentlich schon fertig. Was ich noch mache ist, das ist auch schon gruppiert, ich richte die noch aus, sodass es quasi auf der gleichen Höhe ist. Und na, da haben wir es. Guck mir das an, ob das gut sieht, aussieht. Bin eigentlich soweit zufrieden. Und vielleicht drücken wir das noch ein bisschen rüber. Ja, und dann speichere ich das nochmal ab. Und ändere noch eine Kleinigkeit, nämlich bei den Dokumenteneinstellungen. Hier ändern der Größen des Inhaltes. Und zwar wird das so quasi, da wird quasi der Rahmen so um das Bild gelegt. Wenn ich ein bisschen Abstand haben will, sage ich zum Beispiel 10 Punkte oder was immer hier die Einheit ist oder Pixel. Und dann klebt das nicht so am Rand. Das, was bei einem großen Bild, also wo man sehr große Zeichnung hat, gar nicht so sehr auffällt. Hier 3000 Pixel, 10 Pixel ist dann halt nicht so viel. Aber ja, soweit bin ich zufrieden und damit ging das eigentlich, finde ich, recht schnell.